Guten Morgen, Traderinnen und Trader. Zeit für den Blick in die Märkte heute. Wir sehen es hinten in der Überschrift. Wir gucken heute auf Silber. <laughs> Stellt sich jetzt die Frage, ob das zweite Dreieck, was wir hier im Chart sehen, diesmal für die Bullen taugt. Leichte Ausbruchstendenzen sehen wir jetzt schon. Das werden wir gleich in den tickenden Charts auch sehen. Deshalb schauen wir hier mal ganz genau hin, wo die Chancen zur Oberseite liegen, aber auch, welche Marken wir auf der Chartunterseite auf der Uhr haben müssen. Weil wir wissen ja, diese Drehpunkte, die sind immer für Schübe in beide Richtungen gut. Kommt immer ein bisschen auf. Auf die Trade-Richtung an. Des Weiteren blicken wir aktuell auf Austral-Dollar, US-Dollar momentan wieder im Widerstandsbereich, äh, im Unterstützungsbereich verortet und in diesem Zusammenhang einfach mal wieder um die Ecke gedacht. Wir blicken mal hier auf den dazugehörigen Index zu Australien, <laughs> nämlich den ASX 200. Das ist interessant, was hier passiert. Wer die Zusammenhänge versteht, kann hier. Möglicherweise durchaus bald auf eine sehr, sehr interessante Handelsidee stoßen. Das Ganze gleich nach dem Risikohinweis in den Blick in die Nachrichten, denn der Risikohinweis ist wichtig hier an dieser Stelle zu nennen und bitte in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit wäre das Thema durch und wir schauen noch auf die Nachrichten. Ein paar Nachrichten gibt es heute. Wichtige Nachrichten stehen erst am Nachmittag an, beziehungsweise am Abend. Ja, das Bischbuch, wir sehen es unten stehen um 20 Uhr. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Konjunkturbericht aus den USA. Ein bisschen warten drauf, sehr gespannt. Die FED wird definitiv drauf schauen. Nämlich hier sieht man sehr, sehr schön die Entwicklung der aktuellen Wirtschaftslage in den USA und das ist auch der Grund, weshalb wir am Freitag genau dorthin schauen, weil wir wollen natürlich wissen, wie steht es steht's denn um die größte Volkswirtschaft der Welt. Ansonsten, äh, wie schon gesagt, im Laufe des Vormittags in ja, gut einer Stunde spricht EZB-Präsidentin Lagarde, am Nachmittag bekommen wir dann aus Kanada äh, den Verbraucherpreisindex und die Einzelhandelsumsätze Kanada heute mal wieder auf der Uhr, weil wir hin und wieder auch mal das Währungspaar äh, mit Kan-Dollar oder Währungspaare mit dem kanadischen Dollar auch besprechen und um 16:30 Uhr dann die Rohöllagerbestände. Das die Dinge, die wir hier schon haben. Und damit gleich an dieser Stelle auch noch verbunden. Die Einladung an alle, die hier live zuschauen, gerne rein in die Chats auf Zoom und auch auf Facebook. Ich sehe gerade Zoom und Facebook, da kommen die guten Morgengrüße auch schon rein. Das freut mich sehr. Das heißt also, es kommt alles rein und der NASDAQ wird gewünscht. Jawohl, ja, es ist angekommen. Danke. Für die kleinen Stütze, also läuft hier die Kommunikation um die Runden, mittlerweile auch über Facebook und ich weiß, dass diese Videos inzwischen auch über ähm, YouTube gern gesehen werden. Es wächst. Danke auch für die wachsende Zahl der Zuschauer. Empfehlen Sie uns ruhig weiter. Es macht Sinn, hier wirklich morgens reinzuschauen. Also, das zur Planung der Tagesnachrichten und dann gehen wir, würde ich sagen, an dieser Stelle direkt. Zu den Charts. Das heißt, hier geht es jetzt in die Planung von definitiven Handelsideen. Dazu mache ich hier im Video gleich mal noch das Bild nach hinten größer. Und ja, hier schaut's, wir gehen auf Silber. Guys, was haben wir hier im Silber? Die hatten ähm, ähnliches wie auch im Gold an dieser Stelle: ähm, Dreiecke. Ja? Aktuell im Chart, ich habe hier mal zwei eingezeichnet, weil wir direkt auch zwei drinnen haben. Ähm, eins hier oben, eins hier unten. Wir haben es gesehen, aus den Dreiecken, also die Ausbrüche aus den Dreiecken, die sind immer mit einer ordentlichen Portion Dynamik gekommen. Und das ist das Interessante, was wir jetzt hier gerne und selbst auch im größeren Bild sehen. Das Thema der Dynamik ist eine wichtige Latte, die wir hier drinnen haben. Und da, wo wir gerade hängen, um die Marke. 24, 50 bis 25, 20 in diesem Drehraum. Wenn das überschritten wird, ist das auch sehr, sehr schön, das Szenario Ausbruch aus dem Dreieck zur Oberseite hin. Und wenn wir uns das Ganze in diesem Kontext einfach mal anschauen, hier im Bild, was wir an Potenzial auch da haben, ne, da kann man sagen, okay, Seidel, was willst du? Wir haben doch hier einen Abwärtstrend. Na klar, haben wir einen Abwärtstrend. Hier im größeren Bilde, ich skizziere das mal ganz kurz ein. Hier, zack, da ist er. Hier trendet es nach unten und man kann das Ganze sogar noch in einem anderen Kontext sehen, ähm, noch in etwas größerem Maßstab sozusagen. Und zwar die Situation hier an dieser Stelle. Erste Bewegung nach unten, dann die Korrektur, dann der Schub nach unten. Ja, und jetzt haben wir hier quasi die laufende Korrektur im aktuellen rot markierten Abwärtstrend. Das ist aber für den Ausbruch aus dem Dreieck momentan überhaupt nicht relevant, wo wir hier sind. Denn wir besprechen hier jetzt einfach lediglich den Ausbruch. Und was haben wir im Ausbruch? Schaut es euch an. Wir haben einen Markt, der hier nach oben trendet. Das heißt, wir haben einen korrektiven, aufwärts gerichteten Markt und der hat doch durchaus die Chance, sich noch ein Stück weit zu entwickeln. Heißt also zur Oberseite, hier im Bild des Tages mal besprochen. Wir schauen uns das Ganze gleich auch noch auf der Stundenbasis an, beziehungsweise im Vier-Stunden-Chart. Heißt das, Fortsetzung dieses Aufwärtstrends hier an dieser Stelle in die höheren Bereiche. Nächster Anlaufpunkt wäre mal definitiv hier oben die Marke um die 26 US-Dollar. Das ist das, was wir hier haben. Und danach ist, bezogen auf den größeren Trendverlauf, also auf das, was ich hier vorhin eingezeichnet habe, auf das hier, wäre dann der nächstgrößere Anlaufpunkt mal ganz klar hier, wenn es von hier hoch geht, da oben dieses Level. Der Weg ist damit zumindest erst einmal geebnet für die Kursanstiege, wenn es hier ordentlich Dynamik zur Oberseite gibt. Ohne diesen Abwärtstrend zu brechen, können wir ohne weiteres da oben reinlaufen. Aber eins dürfen wir nicht vergessen, dieser kleine Trend, den wir hier haben, der ist halt momentan so ein bisschen richtungsführend. Und der hat halt auch die Chancen. Ne? Und wenn der sich fortsetzt, wissen wir nie, wohin er läuft. Deswegen können wir gut und gerne hier die Oberseite mit besprechen. Aber eines dürfen wir nicht vergessen: Es ist immer noch ein Geschehen im übergeordneten Abwärtstrend. Heißt also, sollten wir hier in diesem Bereich irgendwo eine, sag ich mal, naja, Schwächephase bekommen, das heißt, dass der Markt hier oben irgendwo anfängt, schwach zu werden und rumzudrehen, dann sollten wir hier relativ flott sein und die Richtung wechseln, denn das wäre dann ein Signal dafür, dass wir erst einmal nach unten laufen. Zunächst ist dann natürlich die kleine Korrektur der aktuellen Aufwärtsbewegung hier im grün markierten kleinen Aufwärtstrend da und zum anderen natürlich hier. Die Drehpunkte unten drunter auf dem Weg zum Zwischentief bei 21,65. Das ist mal das, was wir hier ganz grob im Tageschart mit planen können. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal eben hier im Verlauf der vier Stunden an und da sehen wir, die wichtigen Anlaufmarker, die wir hier drinnen haben und hier sehen wir auch, wie schön der Markt nach oben schwingt, also hier in diesem Sinne sozusagen, ich skizziere es hier auch noch mal ein, damit man es besser sieht, schaut hier an dieser Stelle, der Markt geht nach oben, also das ist jetzt mal das sozusagen, was wir hier im Kontext sehen, hier das oben rauf, so steigende Hochs, steigende Tiefs und das ist jetzt der Faktum, den ich genannt habe, wenn es hier, zur Überschreitung dieses Zwischenhochs hier oben kommt. Also, jetzt erstmal im kleinsten Trend, der, der Markt ja auch schon wieder nach oben. Schaut mal hier. Das hier ist der aktuelle Bewegungsarm dieses grün markierten Aufwärtstrends, diesen, von diesem hier. Ne? Hier sehen wir ja immer die Trends auch schön mitlaufen. Das ist der kleinste Trend, den wir jetzt hier haben, der grüne, und das ist dessen Bewegungsarm. Also noch mal eine Nummer kleiner. Und das ist das, was für die kurzfristigen Trader jetzt interessant ist: dieser schöne Bewegungsarm. Wenn der die Kraft hat, hier oben wegzufliegen, ne? schaut mal, das Level, was wir jetzt hier in diesem Bereich zum Beispiel auch sehen, das ist untergeordnet im kleinsten, so, so, ein, so ein Wackelbereich, so ein Schwungbereich. Ne? Und wenn wir den jetzt überschreiten, dann haben wir richtig gute Karten, weiter nach oben zu laufen. Also das heißt, dass sich dieser Trend nach oben hin fortsetzt. Erst einmal bis hier oben rein, an dieses Level hier, an dieser Stelle, hier oben Trendfortsetzung. Und diese Trendfortsetzung, diese hat dann durchaus Potenzial ordentlich nach oben zu laufen. Denn wenn wir mal sehen, was wir hier unten am Potenzial drinnen haben, dann können wir das mal locker oben drauf doppeln und dann landen wir irgendwo hier oben in diesem Bereich. Und da sehen wir, wenn wir es tatsächlich schaffen, diesen Schwungbereich, diesen Verkaufsbereich hier um die Marke von ein bisschen über 26 US-Dollar rauszunehmen, dann haben wir wirklich gute Karten nach oben. Und ein weiteres Anlauflevel hier in diesem Bereich haben wir dann erst einmal selbstredend hier um diesen Drehbereich die 27,45. Das ist das, was wir oben sehen, noch vor dem Zwischenhoch, was ich gerade auf Tagesbasis besprochen hatte. Das ist die Oberseite. Die Unterseite müssen wir aber auch da behalten. Sollte es nicht zur Trendfortsetzung kommen. Ja, also heißt, wir bekommen hier an dieser Stelle ein tieferes Hoch. Das ist dann das, wo wir aufpassen müssen, wo wir sagen müssen, heu was ist denn hier los? Na? Und da. Das sind so erste Indikationen, dass es durchaus nach unten gehen kann. Und da müssen wir natürlich im Kleinstbereich sagen, wo sind Anlaufmarker? Und Anlaufmarker aktuell im Kleinstbereich, natürlich gibt uns das hier so ein bisschen der Bewegungsarm hier, der Drehbereich zwischen 24,5 und 24, 22, 23. Dieses Marke kann man auch noch ein bisschen hier hinziehen. Also, das sind ja immer so Schwungbereiche bis zu 24, 30, 31. Ja, und dann haben wir schon das Zwischentief bei 23, 56, beziehungsweise dann hier die Los auf dem Weg zum Tief hier bei 21, 65, die wir haben als Orientierungsmarken hier in Zahlen genannt: 22, 85 und 22,50. Das sind die Marker, die wir hier im Silber auf der Chartunterseite sehen. Und da sehen wir mal durchaus ein sehr, sehr interessanter Spannungsbereich, den wir hier haben. Und wie ich schon gesagt, wenn sich das Ganze schön oben drüber fortsetzt, haben wir fein die Long-Richtung, kommt es zum Abprall und wir laufen drunter. Liegt halt dadurch, dass das Dreieck schon so weit fortgeschritten ist, das heißt, wir schon wirklich sehr, sehr tief na, hier rum, so in die Spitze vorne reinlaufen an dieser Stelle, heißt das halt hier. Ist ein starkes Drehmoment. Und wenn wir jetzt hier umfliegen in die andere Richtung, könnte das zu ziemlich starker Dynamik nach unten führen. Und das ist genau der Punkt, den wir hier brauchen, wo wir Momentum erwarten können, weil das Spannungsumfeld hier einfach so stark ist. Hier der Blick in Silber. Und damit machen wir an dieser Stelle auch weiter mit den Währungen. Und zwar habe ich heute noch mitgebracht, ich hatte es vorhin gesagt, wir gucken uns jetzt eben mal flott noch an. Austral-Dollar, US-Dollar. So, da ist er. Zack. Und zwar das Ganze hier im Tageschart. So, kurzen Augenblick. Ein klein wenig zusammenraffen das Ganze hier, dass wir ein bisschen mehr sehen. Na, und was wir hier ganz klar sehen ist, momentan hier, zaut, das ist der Bruch nach unten. Dieser Aufwärtstrend wurde definitiv durch einen Abwärtstrend auch abgelöst. Wir trenden hier schon wieder runter, aber wir haben aktuell die Tatsache, dass wir abprallen. Schaut mal hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, und jetzt hier, kleiner Trend nach oben. Erster grüner Aufwärtsversuch, dann nochmal der Schub. Und wenn wir das Ganze jetzt umgelegt bekommen, dass wir hier im etwas größeren Kontext hier, eins, nein, Moment, grün möchte ich haben. Also, hier nochmal. Er will nicht löschen. Gut, machen wir es so. Hier, Initial, zweite Bewegung. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, jetzt hier unten umzudrehen, dann haben wir echt gute Karten, ein Stück weit hochzulaufen, hier im Australdollar, US-Dollar. Heißt also, blicken wir das Ganze mal eben in der Stunde an, weil das ist jetzt das. Was wirklich wichtig ist. Denn wir, wir sind hier in einem sehr, sehr wichtigen Bereich. Und wenn wir uns das mal kurz im größeren Kontext anschauen wollen, schaut euch das mal an. Wir sind stark nach oben gelaufen, sind jetzt in die Korrektur gegangen und schaut mal, wo wir momentan wieder Unterstützung reinbekommen. Wir haben beim letzten Rutsch nach unten genau hier in diesem Drehlevel Support bekommen. Dann ging es nach oben. Jetzt haben wir die Gegenbewegung gehabt und machen aus aktueller Sicht zumindest, haben wir jetzt die Chance, ein höheres Tief zu machen. Hier seht euch mal die Wochenkerze an. Die ist durchaus bullisch. Und wenn das nach oben fliegt, dann haben wir die Chancen hier einen neuen Aufwärtstrend, wohlgemerkt auf Wochenbasis zu formen. Ja? Und das ist interessant. Das gibt uns dann die Chancen, nächstes Anlauflevel hier oben, die Marke um die, naja, 74,15 bis 74,20, erst einmal hier oben das Thema anzulaufen. Das ist hochinteressant. Und das müssen wir einfach mal sehen, auf Tagesbasis reingesetzt, hier an dieser Stelle. Wenn hier diese Umkehrkerze bestätigt wird, haben wir tatsächlich jetzt das Frühsignal, eine Aufwärtsbewegung, die die Chance hat, wirklich die Chance hat, definitiv nach oben zu laufen. Wir hatten dieses Setup schon mal besprochen. Der erste Long-Versuch, der kam ja hier an dieser Stelle schon. Ne? Wir sind hier hochgelaufen, haben den Aufwärtstrend gemacht. Dann allerdings gab es hier diesen Rutsch drunter. Das hatten wir hier besprochen. Dieser kleine initiale, richtungsführende Aufwärtstrend ist da. Der ist jetzt rausgenommen hier an dieser Stelle. Das passiert. Ja, das ist normal. In diesen Umschwungphasen wird es oftmals etwas heftig. Aber das große Bild auf der Woche ist weiterhin intakt. Und wenn wir es jetzt hier im zweiten Anlauf schaffen, nach oben zu laufen, wäre das ein interessanter Marker. Und das schauen wir uns jetzt mal in den vier Stunden an. Da sehen wir nämlich das, was ich hier an dieser Stelle meine. Darauf, wo ich hinaus möchte. Ähm, das ist einfach der Punkt hier. Ich skizziere es mal eben ganz kurz an. Schaut es euch, wir haben es hier, das hier. Wieder diese Gegenbewegung gewesen. Ne? Diese Bewegung hat sozusagen ähm, den ersten positiven Momentumversuch hier aus dieser Richtung rausgenommen. Ne? Also, das, was wir jetzt hier gehabt haben, hier, was nach oben gelaufen ist, wurde dann komplett rausgenommen, negiert, erst einmal hier. Also hier ging es nochmal nach oben. So, zack, das war das Trendige, was wir auf Tagesbasis dann gesehen haben. Hier ist der Aufwärtstrend auf Tagesbasis entstanden. Jetzt gibt es die Gegenbewegung. Und das, was wir jetzt hier haben, ist durchaus die Chance, dass wir definitiv nach oben rauflaufen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen natürlich weitere Aufwärtsdynamik und wir müssen über eine ganz, ganz wichtige Marke drüber laufen, nämlich hier. Dieses Level, was wir hier haben, schaut mal, dieser Bereich hier um die 71,08 bis 71,10 in diesem Drehbereich hier oben rum, der muss rausgenommen worden. Ne? Wir sehen es, das war hier oben Unterstützung, jetzt ist es Widerstand. Fliegen wir da drüber, nehmen wir diesen Abwärtstrend raus auf der 4-Stunden-Basis und haben dann die Chance nach oben zu laufen. Das wäre die Umkehr, das ist das, was wir momentan auf Tagesbasis sehen und das ist durchaus der Schub, den wir hier nach oben hin mit anlaufen können. Die Chance ist da. Wir haben momentan die Situation, dass sich hier wahrscheinlich ein höheres Hoch ausbildet, wenn es nach oben geht. Wir müssen hier nur noch auf die Bestätigung warten und dann sehen wir den Markt nach oben laufen. Das Ganze hier an dieser Stelle ein bisschen im Kontext. Und zu diesem Kontext, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in den Wochenchart schaut euch mal kurz bitte an, was hier im Australdollar US-Dollar passiert ist. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einen Markt, der vom Jahrestief bei 0,55 hochgelaufen ist bis über die Marke von 0,74, ja? Das ist mal absolut die aktuelle Korrelation, die wir haben im Australdollar US-Dollar. So und jetzt hatte ich ja vorhin in der Ankündigung schon gesagt, wir schauen uns das ganze mal in Zusammenhang mit dem entsprechenden Index an. Und das ist hier der australische Aktienindex, kurzen Augenblick, den haben wir nämlich hier. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, was hier passiert ist, dann sehen wir hier einen Aktienindex, der sehr sehr stark seit Februar nach oben gelaufen ist, dann hier während der gesamten, sage ich mal, Pandemiephase hier oben rein sehr, sehr weit seitwärts gelaufen ist. Ich habe Freunde in Australien, die wohnen in Queensland, die sagen, Queensland ist mehr oder weniger Corona-frei. Andere äh, Bereiche haben natürlich auch zu kämpfen. Wir hatten äh, rezessive Tendenzen in Australien. Ich weiß gar nicht, ob die schon wieder weg sind, aber das hat alles die Wirtschaft auch relativ stark getroffen. Ja, das sehen wir ja auch hier, der brutale Abgang, den wir hier unten reingehabt haben. Dann der Schub nach oben und jetzt diese lange, lange Seitwärtsphase. Und diese lange, lange Seitwärtsphase ist von der Verortung her in einem hochinteressanten Bereich hier oben. Nämlich schaut euch das mal an, hier dieser Top-Bereich, worum sich das Ganze dreht ist ein wichtiger Bereich hier. Ähm, das war das, wo dieser nächste Schub nach unten mit initiiert wurde, wo das Ganze reingelaufen ist hier oben in diesem Bereich. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben hier unten einen ziemlich starken Supportbereich um grob die Marke zwischen 5700 und 5800 Zählern. Das ist das, was wir sozusagen hier im größeren Kontext jetzt sehen. Und das einfach mal in die Währung packen. Der starke Anstieg der Währung hat sozusagen hier auch für einen schönen Schub im Index nach oben gesorgt. Und jetzt ist das, worauf ich hier hinaus will, die Oberseite. Und das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant. Schaut das jetzt mal an, während die Währung hier zum US-Dollar, ähm, ich gehe noch mal kurz rein, Austral-Dollar, US-Dollar hier, ich bringe es nur noch mal kurz rein, schaut mal hier, in den letzten 1, 2, 3, 4, naja, vier Handelswochen, äh, fünf, sechs, sieben, acht Handelswochen mehr oder weniger runtergelaufen ist und jetzt versucht wieder hochzukommen. Also, dieses Hickhack, was wir hier gehabt haben, schaut euch mal an, was der Index in dieser Zeit gemacht hat. Hier, Moment, wo ist er? Wir haben ihn hier, da ist er, zack. Mal auf Wochenbasis kurz umgestellt. Schaut euch das mal an. Der lief ordentlich nach oben, ja. Das ist also so ein bisschen Kontext, den wir hier haben. Die Seitwärts-Range haben wir hier gehabt, das haben wir gerade besprochen. Aber worauf ich jetzt an dieser Stelle hinaus möchte, ist einfach momentan das Verharren hier oben in diesem Bereich. Und das ist jetzt ein hochinteressanter Bereich, weil wir hier ein, sage ich mal, Level haben, wo wir... Ich lösche jetzt mal ganz kurz das hier oben raus. Moment. So, wo wir... Auf einem sehr hohen Niveau, hier, diese Marke ist überschritten worden, diese alten Hochs hier drüben, die wir hier so gesehen haben, um die 6160 bis 6170 Punkte. Und jetzt sind wir hier oben tatsächlich in einem Bereich, wo es nicht wirklich zu massiven Kursausschlägen kommt. Wir sehen also hier ein Level auf relativ hohem Niveau und auch hier unten momentan leicht steigende Kurse, hier leichter Anstieg nach oben. Und von oben herab na, ist momentan so ein bisschen Unsicherheit. Aber wir haben hier an dieser Stelle halt eine stärker fallende Oberseite als die Unterseite. Und das ist in dieser Verortung, die wir hier haben, nicht selten ein Ausgangspunkt, dass wir auch eine Chance zur Oberseite sehen können. Aber hier unten, dieses Supportband, was wir hier haben, das ist das, worauf es jetzt ankommt. Und da könnten wir durchaus kurzfristig noch ein Stück weit an Abverkauf bekommen, sollten wir tatsächlich dieses wichtige Verkaufslevel mit rangehen. Der nächste Support, den würden wir dann hier unten sehen an dieser Marke, also hier in diesem Bereich. Das wäre mal das Umschwunglevel, was wir hier gehabt haben. Hier die Marke von um die 6000 äh, Punkte. Aber, und das ist jetzt das Interessante: schafft es der Markt tatsächlich stark zu bleiben? und direkt hier oben drüber zu fliegen, ja, über das kleine Zwischenhoch hier oben. Das wäre eine Hausnummer. Das wäre ein extrem bullisches Zeichen und das wäre egal, ob diese Daten jetzt auch für den mittelfristigen Bereich gelten oder genau vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass sie gelten. Mittelfristig selbst wenn wir noch mal kurz über, unter das Ausbruchsniveau hier drunter durchfallen sollten, mittelfristig ist der Markt nach oben offen. Wir kommen hier aus dieser kleinen Range raus, sind nach oben drüber gestiegen und stabilisieren uns jetzt so ein bisschen oben drüber. Ja? Und das ist hochinteressant. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenraffen, wo hier die nächsten Anlaufpunkte sind, haben wir durchaus richtig, richtig gute Chancen reinzulaufen. Weil schaut mal hier. Nächster Anlaufbereich hier. Wir haben hier einige Verkaufsbereiche oben drüber. Ist hier drüben. Dieses Level, was wir hier hinten so sehen. Mal kurz schauen, wo das ist. Das ist der Bereich um die ja, um die 6400-Punkte-Marke, Nummer 1. Ja. Dann Nummer 2, ein größeres Level hier. Dieser große Drehbereich hier an dieser Stelle. Ja. Auch hier die Marke um die 6000, ja, gute 700 Punkte, 6640, 50 bis 700, hochinteressant. Also wir haben viel Potenzial nach oben und dann haben wir hier, ich zeichne das ganze mit Absicht mal in grün, weil das wirklich gute Chancen sind. Der nächste Anlaufmarker hier rein Richtung 7000 Punkte und dann haben wir schon hier oben den Anlaufmarker hier am Hoch, was wir hier sehen, um die Marke von knapp 7200 Punkten. Hochinteressant hochspannend ein sehr sehr schöner Markt gefällt mir wirklich sehr sehr gut für die Long Seite und das ganze hier in Zusammenhang auch mit einer sich stabilisierenden Wirtschaft in Australien durchaus schönes Potenzial zur Oberseite so und damit gehen wir zu den Wunschmärkten liebe Zuschauerinnen und Zuschauer was sehen wir Nasdaq Pfund US-Dollar und US-Dollar, Schweizer Franken. Oh, der US-Dollar, Schweizer Franken. Das war eine geile Party. Sorry dafür, aber... Oi, oi, oi. Das hat richtig gut getan im Portfolio. Das war mir ein Fest, das Ganze mit zu begleiten. Ähm, deswegen sprechen wir hier immer drüber. Wir bleiben mal kurz bei den Indizes. Wir starten mal hier den Blick in den NASDAQ, weil das die erste Wunschfrage war. Ähm. Ich verstehe das auch und das ist auch richtig cool, dass hier diese Wunschmärkte reinkommen, weil das macht ja einfach auch Spaß im Trading, sich das Ganze mal anzuschauen. Ähm, man muss im NASDAQ momentan so ein bisschen aufpassen. Wir haben Wahlkampf. Wir haben immer wieder Themen, die im Bereich des Wahlkampfs auf die Uhr kommen. Und Trump lässt nicht locker, den Biden mies zu machen, ganz klar. Das ist Wahlkampf. Biden macht seine eigene Tour, ähm, geht das ganze Thema auch Corona-technisch an. Ähm, wir schauen mal, was aus den Indizes wird. Wir sehen hier weiterhin, Moment, ich mache mal kurz den höheren Zeitrahmen aus. Wir sehen hier weiterhin Folgendes. Dieser große grün markierte Aufwärtstrend, den wir hier haben, ich mache das mal noch ein bisschen dicker, da kann man es, glaube ich, ein bisschen besser erkennen. Ähm, ja, der ist jetzt da, weiterhin vorhanden. Der letzte Aufwärtsschub hier, dieser große starke Schub nach oben, der wird momentan korrigiert. Wir sehen es hier unten auch am Laufen. Durch einen Abwärtstrend, der ist jetzt da. Auf Tagesbasis sehen wir hier einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage in Folge mit Abgaben. Wie schon gesagt, das ist schon eine Weile nicht passiert. Äh, tagesmäßig, ne, streckenmäßig ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber schaut euch das mal an. Wir haben hier dieses Drehlevel um die, naja, 11.600 Punkte Marke. Das hat in den letzten beiden Handelstagen äh, immer wieder dazu geführt, dass wir nach oben reingelaufen sind. Und was wir in den letzten beiden Handelstagen auch gesehen haben, der Markt ist tagsüber mal gut angelaufen, ist dann aber schwach in den Abend reingegangen. Ne? Das ist das, was man über die Stunden sieht. Und was wir jetzt hier beobachten müssen, ist einfach der kleine Zeitrahmen. Also wer hier auch auf den Umschwung aufpassen möchte, nach oben hin, da kommt nicht umhin, die kleinen Zeiträume anzuschauen. Wichtig an dieser Stelle ist, diese Marke um die 11,6 müssen wir ganz klar ähm, in Beachtung behalten, weil, wenn wir hier jetzt tatsächlich ähm, den Bruch nach unten sehen, also schaut mal, wenn wir jetzt hier nun die Korrektur gesehen haben und wir dann nach unten laufen, dann müssen wir uns ganz klar nach unten orientieren und da haben wir auch ein paar Anlaufpunkte hier. Dieser Drehbereich an dieser Stelle, beziehungsweise dann der Supportbereich hier unten, als hier der Markt auch umgeschwungen ist. Also, das heißt, da haben wir so die Marken um die 11.500 Punkte, äh, beziehungsweise hier die 11.200 Punkte Marke. Das ist mal grob, ja, grob gesagt die Richtung, die wir hier zur Unterseite da haben, wo wir eine Ausdehnung der Phase nach unten bekommen können, ohne Sage ich mal, diese letzte Bewegung hier komplett auch rauszunehmen. Das sind halt einfach die wichtigen Marker, die wir an dieser Stelle haben und die müssen wir im Kopf behalten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal im kleineren Sachverhalt an. Hier nehme ich mal die Trenderkennung kurz raus und da sehen wir momentan das, was ich gerade im Tageschart auch gesehen habe. Schaut euch das mal an. Der Markt, der trendet jetzt hier runter. Hier unten in diesem Bereich die 11.600 Punkte. Das ist ein Auffangbereich. Hier sehen wir immer wieder rauf hoch, rauf hoch, rauf hoch. Das ist wichtig. Was wir hier allerdings auch sehen, ist, dass wir über dieses Level hier ähm, nicht so richtig drüber hinauskommen. Das heißt, hier dieser Verkaufsbereich hier oben um die Marke von 11.740, 11.750 Punkte. Der ist momentan schon ein bisschen ein Hammer und wir sehen hier oben halt einfach hier, schaut mal, 1, 2, 3. Also das könnte sich durchaus noch ein bisschen weiter fortsetzen, dass wir hier die Schwächephasen in etwa auch bekommen. Das heißt hier, ich ziehe es mal ganz kurz drüber, hier schaut mal einmal. Zweimal, also das ist jetzt keine wirklich schöne schulterkopf -Schulter formation aber es ist so dieses, dieses Verhalten, ja, ähm, was wir dort oben haben, dass der Markt immer mal nach oben versucht, aber der Versuch dann wieder rausgeht. Und wenn wir hier tatsächlich nach unten abverkaufen, dann sehen wir hier schon, das ist eher eine Shortformation, die wir hier drinnen haben. Und dann wird es interessant, was hier unten passiert. Brechen die 11.600 Punkte, dann haben wir ganz klassisch eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Das heißt hier, hopps, nein, sorry, an dieser Stelle. Erste Initiale abwärts bewegen, Korrektur, Abwärtstrend, Bildung. Ich male jetzt nur dass ich zeichne nur das große Bild ein, ja. Hier an dieser Stelle. Und wenn es jetzt hier tatsächlich runter geht, das ist das Bild, was ich gerade versucht habe, schon mal auf Tagesbasis auch zu eruieren. Das sind dann die Marker, die wir brauchen, um zu sehen, dass dieser Trend hier, der korrektive Gegentrend, sich noch ein Stück weit fortsetzen wird und die Anlaufpunkte sind unten drunter hier. Ich zeichne es mal kurz ein. Gut. 11.500 Punkte. ja, Das ist Nummer 1. Und das nächste, was dann kommt, wäre wirklich der Auffangbereich hier unten um die 11.200. Und wir sehen es. Wirklich viel ist hier drinnen nicht, wo wir wirklich starke marktbeachtende Schwünge nach unten gesehen haben. Das ist der Blick in den Nesteck zur Unterseite, zur Oberseite natürlich genauso positiv zu sehen, sollte es jetzt nicht zu diesem Negativszenario kommen, sondern zu diesem Szenario. Ja, dann haben wir natürlich die Chancen zur Oberseite. Und die können wir durchaus spielen. Und wenn wir das spielen, wenn der Markt das spielt, sehen wir auch schön die Anlaufpunkte. Wie schon gesagt, hier oben der Drehbereich um die 12.000-Punkte-Marke oder 12.000 um die 30. Ja, das Level hier ist wichtig. Wir haben natürlich die Spikes hier oben dran. Und je kleiner der Zeitrahmen wird, je wichtig ist es auch, näher mit dem Fokus auf den Markt zu gehen. Aber wie schon gesagt, hier oben, schaut mal. 11.960 wäre ein Anlaufpunkt. Hier oben knapp 12.027 bis 30 wäre eine Anlaufmarke. Und dann hier oben schaut mal, diese Level, die wir hier haben, also in den kleinen Schwungbereichen, da gibt es durchaus ein bisschen was, was wir da haben. Da muss natürlich viel Dynamik hochkommen. Wichtig ist allerdings eins, wenn wir uns diesen gesamten Kontext jetzt mal anschauen, auch durch die teilweise größeren Schwankungsbreiten. Um diesen Abwärtstrend hier rauszunehmen, den ich gerade skizziert hatte, also hier, das war ja der Start der letzten Bewegung nach unten. Wir müssen schon irgendwo hier oben über die 12 drüber, damit wir das Thema nachhaltig rausnehmen. Da können wir drauf schauen und das ist das fürs kurzfristige Trading hier mit Blick in den NASDAQ. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu den Währungen rüber und zwar schauen wir zunächst mal auf das Cable oben drauf. Das Cable entwickelt sich weiter positiv. Wir haben es gesehen gestern, ein Tag, der sich, ja, da hat sich keiner hinterm Ofen vorgelogt. Ne? Heute steigt schon wieder ein bisschen was an. Müssen wir im kleinen Bereich mal ein bisschen anschauen hier, denn dieses kleine Hin- und Her-Gespringe, was wir hier an dieser Stelle haben, schaut mal hier, ähm, Moment, hier haben wir den kleinen Aufwärtstrend drin liegen. Ne? Der läuft auch nach oben, sehen wir schön hier an dieser Stelle. Und jetzt kommt es natürlich hier auch drauf an, was passiert hier. Und an dieser Stelle, an diesem Punkt, gerne nochmal die kleine Skizze, die ich gerade auch hatte, schaut mal hier. Eins, zwei, drei. Keine Ahnung, ob das kommt. Ja? Man muss es nur ein bisschen auf der Uhr haben. Und das Level, was an dieser Stelle jetzt wichtig ist, ist halt einfach, und das schauen wir uns jetzt mal in den kleineren Zeiteinheiten an, hier oben. Dieser Bereich, da müssen wir drüber, um diese Skizze, die ich gerade gemacht habe, außen rauszunehmen. Ne? Also ich mache die Skizze nochmal kurz hier für den Stundenchart. Hier eins zwei drei auch hier bitte das ist keine klassische Schulterkopf Schulterformation ja da ist dieser Zacken zu viel drin. für eine klassische SKS wäre es eher das vom Kontext her das stört da bitte das ist keine SKS aber wir sehen hier Schwäche im Markt. Wir sehen hier in dem Aufwärtsschub jetzt wieder fallende Hochs. Wir haben noch keine fallenden Tiefs. Wir haben fallende Hochs, ja. Ähm, das ist etwas, was man im Hinterkopf so ein bisschen behalten muss. Ich gehe mal kurz in den 4 stunden chart damit wir ein bisschen besser die Historie sehen können. Was wir hier an dieser Stelle jetzt brauchen, ist ganz klar. Wir haben hier jetzt den Markt mit fallenden Hochs. Noch keine fallenden Tiefs. Setzt sich dieses Bild der fallenden Hochs weiter fort, dann müssen wir vorsichtig sein. Weil hier, schaut mal, wir haben ja schön eine Abwärtslinie drinnen liegen. Und wenn wir diese Abwärtslinien immer wieder nach unten abprallen, dann besteht die Gefahr, dass wir hier aus diesem kleinen Dreieck nach unten ausbrechen und dann müssen wir die Seite mit wegnehmen. Schaffen wir es allerdings drüber, ist das das positive Zeichen, denn dann haben wir die Chance hier über die. 1,30,7 drüber zu laufen und den Weg nach oben anzunehmen. Also auch hier wieder ein sehr, sehr schönes Spannungslevel. Und der Bereich hier um die 1,30,24, äh, was ist 1,30,24, 1,30,25, der ist wichtig, das ist ein Schwungbereich, der hatte sozusagen schon mehrfach Relevanz am Markt. Nämlich, schaut mal hier Nummer 1, hier Nummer 2, hier Nummer 3, hier Nummer 4, hier Nummer 5. Also, der ist schon ein Bereich, der ist wichtig. Und wenn der plötzlich nach oben nachhaltig überschritten wird und wir es schaffen diesen Actionbereich hier an dieser Stelle rauszunehmen und der hatte schon auch einige Male Relevanz, das wäre ein sehr sehr bullisches Zeichen. Hier, zack, nach oben. Da haben wir Marker, die jetzt da sind, das ist spannend für die Oberseite. Prallen wir nach unten ab, natürlich die Shortseite und das, was wir uns dann auf der Shortseite anschauen möchten, das sind die unteren Level, die wir hier haben. Diese Drehpunkte und da haben wir dann erst einmal ganz klar hier nach unten hin offen, hier dieses kleine Zwischentief um die 1,29,14, 1,29,15 in diesem Drehbereich, beziehungsweise dann hier unten an dieser Stelle, dieses, diesen doppelt getesteten Bereich hier an dieser Stelle um die 1,28, 6,15. Das ist das, was wir im Kleinen auf der Unterseite sehen. Spannungsmoment hier im. Dreieck und damit der Blick in die letzte Wunschwährung hier aus dem Zoom. Und zwar sehen wir hier die Frage noch nach dem US-Dollar, Schweizer Franken. Holy moly! Ach, ich freue mich. Ey Leute, ich bin echt so happy, dass wir das hier jeden Morgen auch machen, weil das sind wirklich richtig, richtig gute Trading-Chancen, die wir hier haben. Wir sehen es, was hier passiert ist. Der Ausbruch läuft nach unten hin. Weiter ist hier in vollem Gange. Wir sehen es hier. Entsprechend der aktuell laufende Abwärtstrend auch in der untergeordneten Zeiteinheit. Warte mal, den skizziere ich gleich mal hier. Also, das, was wir hier schön nach unten schwingen sehen, ist weiterhin aktuell komplett schön am Laufen. Hier immer ein schöner Wechsel von Bewegungen und Korrekturen. Ein sehr stabiler Abwärtstrend momentan. Und es sieht aktuell wirklich so aus. Als wenn sich dieser Markt schön nach unten hin ausdehnt und auch gute Kursmarker anläuft. Ne? Wenn wir das Ganze mal kurz anschauen wollen, wir sind immer wieder an Level rangelaufen, wo das Ganze schön planbar ist. Hier, an dieser Stelle. Hoppala, hier. Dieses Level hier, das ist ein Verkaufslevel gewesen. Da sind wir immer wieder schön ran gelaufen Und das ist das, was uns an dieser Stelle zeigt. Der Markt hält sich momentan so ein bisschen an solche Level. Und deswegen können wir das hier unten planen. Und da sind wir momentan hier in der Situation, dass wir durchaus einen Supportbereich haben. Der ist jetzt da. Den brauchen wir auch nicht wegdiskutieren. Hier, diese Marke. Da laufen wir drum. Und wenn hier weiter abverkauft wird, Leute, das hat ja eine Bedeutung. Das heißt, hier kauft keiner mehr. Hier kommen die Leute, die hier long reingegangen sind, haben hier auch ihre Stop-Orders liegen. Und das hat auch einen Grund. Ja? Der ist trendig vor Ort, dieser Grund. Ja? Und wer diesen Aufwärtstrend getradet hat, der hat ab hier nichts mehr in dem Aufwärtstrend zu suchen. Spätestens ab da ist. Tote Hose. Six Feet Under, sage ich nur. Da will man nicht mehr long sein an dieser Stelle. Ähm, weil sonst wird es richtig dunkel und das will man nicht. Deswegen ist das wichtig zu schauen, was hier passiert. Fällt diese Marke komplett unten weg? Nächstes Anlauflevel hier, dieser Bereich hier unten, den wir hier haben, um das Tief bei ja etwas unter. 090, das ist die Marke, die wir hier an dieser Stelle haben. Und wenn wir das Ganze mal eben kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen, dann sehen wir, wie schön der Markt hier runterläuft. Das Ganze schöner Abwärtstrend, der ist schön nach unten am Laufen und der zieht sich natürlich sehr, sehr schön rein. Und wie schon gesagt, die ersten Indizien, die gab es schon hier, als wir diesen Trendwechsel hier oben gehabt haben. Hier, als wir unter diese Linie drunter gefallen sind, dieser Schub. Und das ist das, was wirklich Laune macht, das macht Spaß. Und hier kam es dann unten zur Trendfortsetzung in diesem Bereich. Und diese Marker sehen wir und daran hält sich der Markt momentan wirklich sehr sehr schön. Also aus diesem ehemaligen Unterstützungsbereich ist jetzt definitiv mal ein Widerstandsbereich geworden und der Weg sieht wirklich sehr sehr stark danach aus, dass wir hier weiter noch ein bisschen nach unten laufen wollen, und wenn wir uns jetzt hier im Kurzfristbereich anlaufpunkte suchen wollten würden. Ja, dann sehen wir. Da gibt es momentan nicht wirklich viel. Es ist viel Platz zur Unterseite hin. Wir sehen, hier wird abverkauft. Das Einzige, was wir hier an dieser Stelle momentan sehen, ist, dass wir doch durchaus die Chance haben, ähm, dass es irgendwann zur Korrektur kommt. Aber wenn man mal sieht, dass dieses Währungspaar ähm, die Korrekturtiefen hier, einmal hier, schaut mal, ich ziehe es mal ganz kurz runter. Moment da ist es schau mal, wenn wir das unten dran machen, es wird doch relativ viel aus dem korrektiven Bereich nach oben. Also, wenn wir das aus dem Korrektur hoch hier, Moment, hier, gehen wir mal vom Spike ein bisschen weg, nehmen wir das mal hier an dieser Stelle hier. Schaut mal, was oben reinkam, kommt unten raus. Das hat hier gut funktioniert und das probieren wir jetzt mal ganz kurz hier aus, hier dieses Level, damit wir einfach nur mal sehen, wo es Potenzial ist. Schaut mal, wir haben durchaus Potenzial. Also, wenn der Markt das weitermacht, was er hier angefangen hat, haben wir gute Chancen, hier unten mal locker Richtung 090 äh, Runden reinzulaufen. Hm? Interessant, sehr schön zu sehen. Danke für die Nachfrage. Passt so. Weitere Fragen haben wir hier und heute jetzt nicht. Das heißt, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich drüber. Ich freue mich auch, dass hier unsere Community immer weiter wächst. Und die Chancen haben wir heute auch wieder da. Das heißt, ich sage allen, einen erfolgreichen Trading. Was haben wir? Mittwoch. <laughs> Die Woche verfliegt. Einen erfolgreichen Trading Mittwoch und bis morgen früh 8.30 Uhr zum Check der Märkte. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.